Bei dieser Übung wird der Ball auf den Boden geprellt und dann diagonal zur Partnerin am Netz gepritscht. Die Schwierigkeit besteht hier nicht im Pritschen, sondern es fängt schon mit dem Aufprellen des Balles an. Und dann geht es insbesondere auch um den Zeitpunkt des Aufprellens. Das heißt, die Übung soll verzahnt ablaufen. Sie soll also immer eine Diagonale am Üben haben und die andere Diagonale muss so lange warten, damit nicht zwei Bälle auf einmal geprellt werden und damit nicht in der Mitte des Feldes ein Zusammenstoß zwischen zwei laufenden bzw. pritschenden Spielerinnen passiert. Es ist also eine gute Übung, um hier auch das Timing und das Beobachten von anderen Spielerinnen zu schulen.